Und zwar hatte ich einmal eine Covid-19-Station, die hauptsächlich Covid-19-Patienten betreut, verantwortlich geführt. Das heißt, dort waren die normalstationspflichtigen Patienten, zum anderen auf einer Intensivstation, wo die Schwerstkranken waren. Hier war es halt wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen, die Organisation zu verändern und gleichzeitig zu versuchen, den normalen Versorgungsauftrag aufrechtzuerhalten. Und zum Dritten war ich halt in beiden Taskforce-Gremien mit drin oder bin dort mit drin und bin mitverantwortlich für die Planung und für das Vorbereiten auf das, was auf uns zukommt, um die Pandemie bestmöglich zu bestehen. Ja, die schönsten Erfahrungen trotz Corona waren, dass wir hier gemeinsam viel geschaffen haben im Klinikum, dass wir interprofessionell total gut zusammengearbeitet haben. Das ging vom Einkauf bis hin zur Verwaltung oder Patientenmanagement. Also da muss ich sagen, da haben wir uns den Herausforderungen gut gestellt und war super überrascht gewesen, so wie so ein großes Haus da gemeinsam ein Ziel vor Augen hatte und dass wir das gemeinsam, jeder Einzelne, geschafft hat, seinen Teil beizubringen fürs Haus, für die Mitarbeitenden, für die Patienten und für die Gesellschaft auch. Ich weiß, dass es für viele echt eine große Herausforderung ist, diese Pandemie. Aber da war auch das Schöne dran gewesen, dass die Dinge, die übrig bleiben, besonders wichtig sind. Ob es die Familie ist, dass man viel näher zusammenrückt. Mit meinen Kindern, die schon jugendlich sind und trotzdem viel zu Hause waren und wir uns nochmal ganz neu kennengelernt haben derzeit. Das waren alles schöne Momente, trotz viel Leid, das wir mitbekommen haben. Viele Menschen, die gestorben sind auf den Stationen, wo es einfach nicht mehr weiterging. Ja, ich glaube, dass die Corona-Pandemie uns nochmal gezeigt hat, dass wir nicht die Welt beherrschen und dass auch so kleine Teile wie ein Virus nochmal alles auf den Kopf stellen kann, dass wir vielleicht mit etwas mehr Respekt umgehen mit dem, was wir haben, mit den Ressourcen, die wir besitzen, dass jeder Einzelne guckt, wo er seinen Beitrag leisten kann, dass wir eine gesicherte Zukunft auch für unsere Enkelkinder haben. Dass nichts geht, was man alleine plant, dass man gemeinsam Dinge voranbringen kann, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Also im Beruflichen, da ist ganz klar, dass der Einzelne nichts ist. Und auch zu Hause ist man als Einzelner ist man verloren und in Gemeinsamkeit kann man echt schwere Zeiten gut miteinander meistern und den Blick immer wieder vom Problem weg zu der Lösung führen. Dass wir erstmal diese Pandemie gut überstehen, dass wir die richtigen Lehren draus ziehen noch in 2021 und das nicht zu schnell vergessen, was wir gelernt haben, was jeder persönlich für sich mitgenommen hat, dass wir die Menschen, die viel mehr leiden mussten, einfach nicht vergessen.